Schönen guten Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen bei Let's Play Minecraft Folge 65 in Star Wars Jedi Tempel. Wir werden heute, wie gestern angekündigt, uns hier hochbauen. Wolltet mal hier so hochbauen, blub, und ja, genau. Ne, nicht hochbauen. Wie sagt man denn dazu, Mensch, Leute? Hier, langbauen, genau. Also wir ziehen hier weiter diese Dachfront ganz straight weiter. Und ja, hoffen, dass wir einige schaffen. Denn so weit sind wir ja dann doch noch nicht mit den ganzen Gedöns hier. So. Einfach straight langziehen. Morgen ist es soweit. Morgen ist Folge 66. Und da werde ich mit den Andi schnappen und ich werde mit den Andi eine Runde talken. Denn Andi ist, finde ich, ein sehr angenehmer Partner, was sowas angeht. Mit Andi kann man sehr gut diskutieren. Aber ich will nicht nur mit Andi diskutieren, sondern auch mit euch. Und deswegen schreibt mir einfach mal, wenn ihr Bock darauf habt. Wenn nicht, dann lasst es sein. Dann lasst mich in Ruhe, so wie es jetzt tut. Na, manche melden sich ja. Aber bei vielen ist es das Problem. Ja, da klingt die Qualität, also die Aufnahmequali, sagen sie mir, die klingt nicht so gut oder dies oder das. Das ist dann natürlich doof. Ja, das ist natürlich wahr. Aber, ja, oder manche sagen mir, sie haben keine Zeit oder ja, es gibt viele Faktoren, die da irgendwie zusammenspielen. Aber Andi hat irgendwie, kriegt es irgendwie immer geschissen und da bin ich ganz dankbar drüber. Naja, das wollte ich gerade verhindern, aber jetzt habe ich es doch gemacht. Jetzt gehe ich da hinten wieder drauf, macht ja nichts. Wir sind ja nicht so weit weg vom Ende. So. Ja. Leute, es ist schon die Folge 65. Ich hätte es am Anfang nicht gedacht. Also klar, also ja, doch, ich wusste, dass es so viel wird, aber wenn es dann soweit ist, dann denkt man schon so, boah, krass, das ist schon eine gesunde Zahl. Und ja, was soll ich sagen? Also ich bin immer noch sehr gehypt und bin immer noch sehr motiviert. Auch wenn jetzt demnächst so ein bisschen oder jetzt in letzter Zeit die Folgen nicht immer um 18:15 rauskam. Oder dann hatte ich jetzt zweimal, da habe ich leider keine Folge rausbringen können. Die Folgen werden wiederholt, definitiv. Das ist natürlich dann doof, ja, aber ich denke mal, das kann man alles vertrösten, da ich gerade am Anfang immer zwei Videos rausgebracht habe am Tag. 14.15 Uhr und 18.15 Uhr. Da habe ich immer echt zwei Videos rausgekloppt. Und natürlich war das auch damit verschuldet, dass ich einfach vorproduziert habe, die ganzen Videos. Aber trotzdem musste ich jedes Video neu rädern, denn wie gesagt, ich muss diese Musik, die Star Wars Musik, die ich da eigentlich drunter gelegt habe, immer wegnehmen. Und das war auch Arbeit, also es war nicht nur einfach Däumchen drehen und hochladen, das war schon auch müßig. Ich war glücklich krankgeschrieben. Zum Glück war ich krankgeschrieben. Da konnte ich das dann easy peasy machen. Aber sonst wäre das, glaube ich, nicht gegangen. Also jetzt, wie gesagt, ich bin froh, wenn ich ein Video hochbringen kann. Jeden Tag. Jeden Tag. Das machen auch nicht viele. Und ja, darauf können wir schon stolz sein, dass wir das uns hier leisten können. So. Rennen wir mal zurück. Es ist schon wieder Nacht, das ist mir gar nicht aufgefallen. Stört uns aber relativ wenig jetzt. So, nein, 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 nein. Mann, oh Mann.
Das nervt, dieses runtergefallen. Obwohl ich die Taste, glaube ich, gedrückt habe, oder? Ja, ich verdrück mich manchmal. Das ist dann nicht so gut. So, jetzt habe ich es aber gedrückt. Ja, jetzt habe ich sie gedrückt. Und jetzt einfach nur zurückbauen. Mehr musst du doch gar nicht machen. Zurückbauen und ein bisschen labern. Das wirst du doch wohl schaffen, Lukas. Jawohl. So. Also. Morgen geht's ab. Morgen kommt die Folge 66. Und ja, natürlich, ich brauche es ja auch euch jetzt auch nicht mehr erzählen, was ich damit meine mit 66. 66. Die Order 66 natürlich. Und es ist einfach einer der tragischsten Momente in den ganzen Star Wars Filmen. Und ich denke mal, die dürfen einfach nicht zu kurz kommen. Und ja, man sollte es gerade in dieser Folge dann ausnutzen, dass ich dieses Thema thematisieren kann. Habe ich da nur zwei Sandsteine mitgenommen? Tatsache. Naja. Oder habe ich die irgendwie in den Rest weggeschmissen? Nee, ne? Meine, manchmal bin ich ja so ein Holzkopf. So. Oh, Leute, ey. Wir haben noch so viele Aufgaben vor uns. Und mit der Folge 65, jetzt können wir mal so einen kleinen Abschlag machen bislang. Ich weiß, das ist jetzt eine komische Zahl dafür. Aber wir haben jetzt noch 35 Folgen vor uns. Und wenn wir mal zurückdenken, was in der Folge 35 vorkam, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber da waren wir bestimmt so ein bisschen an der Front machen, Treppe bauen. Also dasselbe machen wir ja immer noch quasi. Aber was wir da alles schaffen... Wo regnet es denn? Ah ja, okay. Also es ist durchaus möglich, dass wir das schaffen. Das hier so fertig zu machen, wie wir uns das vorgestellt haben. Es ist aber echt eine Monsteraufgabe. Also das ganze Projekt ist eine Monsteraufgabe. Und es braucht einfach Ewigkeiten und Geduld. Es ist einfach kein Projekt, was man jetzt so... Ja, ich zieh das jetzt mal durch und ja... Und natürlich soll es ein Langzeitprojekt werden und ich weiß, dass nicht viele dieses Projekt von Anfang bis Ende durchziehen werden. Aber sie folgen mich vielleicht bis Folge 200, dann wieder ab Folge 300 und so weiter. Das kann ja jeder machen, wie er will. Manche werden vielleicht auch später, also ab Folge 350 dazustoßen und sagen, boah, ich muss jetzt immer die ganzen 350 anderen Folgen mir angucken. Diese Menschen grüße ich erstmal mal an dieser Stelle. Der Vergangenheit Lukecraft spricht hier und ja, ich freue mich, dass ihr das euch reinzieht. Und ja, ich kann jetzt mal irgendwas sagen, was dann später ein Insider werden soll. Okay, falls jemand sich bereit erklärt, später. In den Folgen, weiß ich nicht, irgendwann später. Also jetzt nicht jetzt unmittelbar in einem Monat oder so oder in zwei, sondern später mal sich bereit erklärt, alle Folgen hier durchzugucken. Und jetzt gerade bei dieser Folge angelangt, der mag doch in die Kommentare einfach Back to the Future Lukecraft als Hashtag schreiben. Oder Past. Nee, Past. Back to Past. Nee, oder irgendein. Nee, was für ein Hashtag können wir denn da nehmen? Und das ist dann so dieser. Hä, was meint er damit? Für die Leute, die es nicht alle Folgen gesehen haben oder noch nicht da angelangt sind. Und dann macht es irgendwann vielleicht mal. Ah, das meint ihr damit. Past and Future Lukecraft, das ist der Hashtag. Genau. Wenn da vielleicht noch Hashtag aktuell ist, vielleicht ist das gar nicht mehr aktuell. Past and Future Lukecraft. Einfach jetzt aus dem Stegreif irgendwie. Oder nein! Nein. Wir machen einfach
Lucraft. Nee, Yoda, irgendwie, wenn wir was ganz Dummes. Schreibt einfach, jetzt überlege ich die ganze Zeit, was man da schreiben könnte. Genau, wenn ihr einfach dazugestoßen seid und jetzt alle Folgen nachguckt und jetzt hier, hallo, ich bin's, Lukas Lucraft aus der Vergangenheit und ihr guckt gerade das hier zu, dann, wie gesagt, schreibt einfach in die Kommentare Evox for President. Ob in Hashtag, ja genau, in Hashtag. Evox for President, genau. Und, ja, mal gucken, wie viele das dann mal machen. Das ist jetzt so ein kleines, ja, vielleicht macht das mal irgendwer. Irgendwer wird das bestimmt machen. Bestimmt, irgendwann mal. Vielleicht. So. Ich werde jetzt aber diese Folge auch wieder beenden. Evox for President. Geht einfach jetzt in das neueste Video nach diesem Video und schreibt Evox for President rein. Das Video, was für euch gerade das aktuellste ist, da geht ihr rein und da schreibt ihr das einfach rein. Das ist richtig gut. Und dann, egal welche Kommentare kommen, ob das Schmähkommentare oder sonst irgendwelche sind, oder Beleidigungen, die kann man sowieso ignorieren, aber dann einfach nichts zu sagen, gar nichts. Einfach so stehen lassen und denn, ja, ich finde es einfach gut. So, die Steine setze ich noch und dann lassen wir es sein. Und dann habe ich ja richtig gut. Mensch, guck mal, wir haben keinen Sandstein mehr. Richtig gut abgebaut, Mensch, Leute, richtig gut. Ja, super. Dann lasse ich das so. Haben wir wieder ein gutes Stück geschafft. Und ich verabschiede mich und wir sehen uns morgen wieder bei der Folge 66, Freunde. Macht's gut, bis dann. Tschüss.